Heute möchte ich euch einmal das Kniegelenk aufzeichnen, weil es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass ihr als tanzender Mensch wisst, wie euer Knie aufgebaut ist und damit besser einordnen könnt, wenn wir als eure Trainer oder als eure Tanzlehrer sagen: Pass auf deine Knie auf, Knie über die Zehenspitzen und was es so alles gibt. Passt mal auf. Wir fangen mal an mit dem Oberschenkelknochen. Ich mache es mal in einer riesigen Version. Ich bin kein Maler und ich bin auch kein Mediziner. Ja? Aber wir belassen es mal dabei. Das ist der Oberschenkelknochen am Ende zum Knie. Und der Unterschenkelknochen. Nicht zu vergessen ist die Fibula, das ist hier das Wadenbein, was hier noch ansetzt. Das ist erstmal der knöcherne Aufbau. Nun kennt ihr es alle, ihr kennt die Kreuzbänder. Ja, wenn man Probleme hat, dann kann es zum Beispiel an diesen beiden Teilen liegen. Davon besitzt jedes Knie zwei Stück. Die sind jetzt nicht so wie hier in dieser zweidimensionalen Art und Weise einfach nur gekreuzt, sondern die sind so ein bisschen ineinander verschränkt, ein ganz bisschen, ja, ein bisschen ineinander verwoben. Als nächstes haben wir die Außenbänder. Die setzen hier oben an und gehen einmal um die ganze Schoße herum. Zu den Kreuzbändern sagt man manchmal auch die Innenbänder. Das sind also die Innenbänder, das sind die Außenbänder. Auch hier kann es sein, dass der ein oder andere mal Schmerzen verspürt. Das dritte Element, was sehr wichtig ist, sind die Meniski. Das eine sitzt hier. Ich übermale jetzt etwas die Kreuzbänder. Und die sind keilförmig angesetzt. Und das andere sitzt auf der anderen Seite. Natürlich ein bisschen schöner, aber nur, dass ihr das versteht. So. Von der Seite seht ihr, dass die keilförmig sind. Von oben sind das eher, ja, sieht fast aus wie eine Brille eigentlich, die beiden zusammen. Sind so rundliche Knorpelmassen, die dann halt an sich nicht berühren, aber die halt sehr dicht zusammen sind. In der Mitte ist ein kleines Loch sozusagen. Also es ist eine runde, halbmondförmige Struktur. So, was macht uns denn jetzt Knieschmerzen? Knieschmerzen können dadurch entstehen, dass wir unsere Anatomie oder unsere Knochen falsch belasten. Falsche Belastung kennt ihr unter den Worten O- und X-Beinen. Das bedeutet, dass wir bei einem O- oder X-Bein nicht mehr die Kraft durch die Mitte zentriert nach unten leiten, sondern wir so ein bisschen schief stehen. Das heißt, die Knochen sitzen nicht mehr so aufeinander, sondern entweder in die Richtung oder in die Richtung verbeugt. Wenn das passiert, könnt ihr euch ja vorstellen, was hier mit den Kreuzbändern oder mit den Außenbändern und was mit den Meniski passiert. Die werden nämlich auf der einen Seite gequetscht
und auf der anderen Seite lang gezogen. Ja, also bei den Meniski habt ihr halt eher so Quetschungen. Bei den Bändern, die werden halt auf der einen Seite viel länger gezogen, auf der anderen sind sie dann entspannter. Das führt zu Schmerzen und das passiert hier, das passiert in den Kreuzbändern und eben auch die Meniski sind davon betroffen. Was macht man, wenn man das feststellt? Also wenn ihr feststellt, ihr habt X- oder O-Beine, wenn ihr feststellt, ihr habt Knieschmerzen oder auch wenn ihr feststellt, ihr habt Fußschmerzen, natürlich geht ihr einfach mal zu eurem Orthopäden. Er wird euch wahrscheinlich Einlagen verschreiben, die tragt ihr dann. Ja, Sporteinlagen gibt es auch, also wenn ihr tanzt, sagt, hey, ich brauche mal Sporteinlagen. Und das kann wahrscheinlich schon Besserung bringen. Was ihr nicht machen solltet, also außer euer Arzt sagt das, ist komplett aufzuhören mit der Bewegung oder mit dem Tanz. Weil wenn ihr aufhört, euch zu bewegen, wird die Durchblutung nicht mehr so optimal durchgeführt und euer Knie wird dadurch halt auch verschleißen. Ja, es ist halt, als würde man rosten. Gerade für Meniski, für alle Arten von Knorpeln ist das sehr wichtig, weil gerade Knorpel, wenn der erstmal kaputt ist, sehr, sehr lange braucht, ehe er wieder sich regeneriert, wenn er es überhaupt schafft. Aber wenn ihr halt gar nichts mehr macht, wird er sich auf jeden Fall weiter abbauen. Ja, also immer schön weiter Sport machen und zwar gezielten Sport, Sport auf gutem Boden, Sport mit guten Schuhen und schaut, dass ihr euch fit haltet und von Anfang an, von der ersten Tanzstunde an, auch mal euren Lehrer fragt, hey, guck mal, habe ich O-Beine, habe ich X-Beine, muss ich was beachten, weil ich möchte lange gesund und fit tanzen. Was jetzt hier noch fehlt, ist die Patella, das Kniegelenk, die Kniescheibe. Die Kniescheibe sitzt hier oben drauf, die sieht ungefähr so aus. Ja, so ein bisschen wie so ein Plektrum. Und die verdeckt das natürlich alles, ja. Ist tatsächlich auch, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, auch aus einer Art Knorpelmasse. Ja, das ist nicht so ein richtiger Knochen. Der hat vor allem auf der Rückseite auch nochmal ganz besonders viel Knorpel. Und hier über diese Patella zieht dann nochmal ein Band, was halt die Patella festigt und hier nach unten hält. Ja, das heißt, euer Kniegelenk besteht sogar aus zwei Gelenken. Einmal das, was ihr eben über den Ober- und Unterschenkel spürt und als zweites das Gelenk, was die Patella obendrauf mit dem Oberschenkel und dem Unterschenkel bildet.